I'm a fucking gangbanger since birth. Und willkommen zurück bei Die Bedrohung. Heute werden wir uns mal um die Schafe kümmern. Nicht mich! Bitte! Womit habe ich das verdient? Hey du, ich handle mit Sumpfkraut und Tränken aus dem Sektenlager. Willst du was? You got some? Really? Oh, Dexter, das ist der falsche Moment. Dexter? Ja, was willst du? Whistler meinte, du wüsstest etwas über das, was in der verlassenen Mine vor sich geht. Whistler? Er hat dich zu mir geschickt? Ja, er wollte mir nichts verraten. Er meinte, du wüsstest besser Bescheid. So, meinte er das. Vielleicht tue ich das tatsächlich. Aber umsonst ist nichts, mein Freund. Ich soll also etwas für dich erledigen. Was? Kluges Köpfchen. Du kennst doch diesen Freak namens Matt aus dem alten Lager, oder? Ach, dieser kleine... Ja, ich kenne ihn. Wie dem auch sei. Er ist mir eben über den Weg gelaufen. Wenn er hier unterwegs ist, hat das selten was Gutes zu bedeuten, wenn du verstehst. Aber ich habe ihn nicht erwischt. Leider. Schauen wir uns mal beim Sektenlager um. Ey, Fremder. Der Sumpf ist für jeden Besuch gesperrt. Wenn du weitergehst, wirst du es bereuen. Oho, Matt, was machst du denn mit dem Schaf, hä? Du böser Bube. Usch, verrate mich bitte nicht. Bitte, ich mach alles, was du willst, nur verrate mich nicht. Ich möchte orale Schon gut. Ich will mal nicht so sein. Ab mit dir ins alte Lager und lass dich hier nie wieder sehen. Danke, ich bin schon weg. Los, verzieh dich. Dann reden wir nochmal mit Dexter, bevor wir die Schafe mitnehmen. Ich habe hier nur den besten Stoff. Make it last. Auch ein guter Stimmenversteller übrigens. Ich bin immer wieder beeindruckt. Und? Hast du ihn erwischt? Kann man wohl sagen. Nun gut, ich will gar nicht mehr wissen. Kannst du mir jetzt etwas sagen? Pass auf, ich will dir gar nicht mehr sagen als wirklich nötig. Aber ich an deiner Stelle würde mich hier mal umgucken. Eine Karte? Für das Orkgebiet? Ja, und jetzt verschwinde. Aber ich dachte... Mehr musst du nicht wissen. Geh, ich bin dir nichts mehr schuldig. Packende Geschichte, ich weiß. Ich glaube, das sind jetzt alle. Ich glaube, wir waren 10 oder 11. Du hast es wirklich geschafft. Ohne dich hätte ich das nie fertig gebracht. Ich bin dir sehr dankbar, junger Freund. Bitte, ich helfe gern. Man sagt, sie hätte magische Fähigkeiten. Für mich ist es bloß eine Laute. Danke. Da unten sind sie schon. Die können wir nicht so besiegen. Uff. Entschuldigung für Spoiler, weil ich kann es leider gar nicht anders erzählen. Als auf die Weise. Und noch mehr liebe ich es, wenn man auf den Schrein nicht klettern kann. Okay. Nein, nur 50 Erfahrung. Da wird schon was Nettes drin sein, so ist es nicht. Schreien des Wassers. Und die Erde bebt. Wasser. Die Mächte des Wassers. Mächtig. Und doch nutzt du die Flammen, bezwingst du sie noch. Alles klar. Und was sich beim Schrein des Wassers befinden wird und was wir in der Gegend noch so regeln können, das seht ihr beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute.